Es sind nur noch wenige Tage bis zu deinem Deutschabitur und du fragst dich, was du jetzt noch machen kannst. Ich zeige euch meine Top-Tipps und erkläre euch, wie ich im letzten Jahr 15 Punkte im Deutschabi holen konnte. Damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Abiturvideo von mir. Falls ihr mich noch nicht kennt oder mein letztes Abiturvideo noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das hier irgendwo mal oben. Könnt ihr gerne nachschauen, da habe ich ein paar allgemeine Tipps rund ums Thema Abitur gegeben und euch erklärt, wie ich einen 1,0-Schnitt geschafft habe. Heute soll es ganz speziell ums Thema Deutsch-Abi gehen. Ich werde auch nochmal ein separates Video zum Thema Mathe-Abitur machen, weil sich das auch nochmal einige gewünscht haben. Aber wie gesagt, heute erstmal Deutsch-Abitur. Ich erinnere euch ein paar Phrasen, die bei mir immer gut angekommen sind. Ich erkläre euch ein bisschen was zum Thema Gliederung, gebe Last-Minute-Tipps und mache euch auch ein paar Einblendungen von meinen Lernzetteln. Zuallererst, wenn ihr Deutsch im Abitur habt, werdet ihr wissen, dass ihr im Fach Deutsch die Auswahlmöglichkeit habt zwischen drei verschiedenen Texten bzw. Aufgabenstellungen. Das ist einmal die Sachtextanalyse, die hatte ich in meinem Abitur, dann eine Epik- oder Dramenanalyse oder eine Lyrikanalyse. Und es ist wichtig, dass ihr vorab schon mal entscheidet, grob entscheidet, in welche Richtung ihr ungefähr gehen wollt. Viele lernen da zum Beispiel auf Lücke, dass sie sagen, sie lernen nur ein Thema. Das würde ich zum Beispiel nicht empfehlen. Ich würde immer mindestens zwei Themen vorbereiten, je nachdem, wie lernaufwendig auch alle eure anderen Abiturfächer sind. Ne? Wir müssen ja nicht nur Deutsch lernen, sondern auch noch Mathe oder was auch immer. Deswegen fokussiert euch auf mindestens zwei Themen. Wenn ihr noch Zeit habt, könnt ihr gerne noch das dritte Thema vorbereiten, aber dass ihr eben zwei Themen auf jeden Fall vorbereitet habt. So, bei mir war das letztes Jahr die Sachtextanalyse und die Lyrikanalyse. Das habe ich auch deswegen gemacht, weil man für die Dramenanalyse, außer man ist da besonders affin und es hat einem total Spaß gemacht, man ja viel, viel mehr lernen muss. Man muss ja die ganzen Dramen einmal alle durchlesen. Es könnte ja auch noch eine Epikanalyse drankommen, das heißt, man muss die ganzen Werke da auch nochmal lesen. Und zum Beispiel bei einer Sachtextanalyse muss man den groben Aufbau wissen, Stilmittel wissen, wie man es gliedert und so weiter. Bei einer Lyrikanalyse muss man wissen, wie man reimt, wie man Metrik bestimmt, irgendwelche Stilmittel aus irgendwelchen Gedichten herausfiltert und so weiter. Aber ihr müsst kein so großes Wissen über bestimmte Werke haben. Das heißt, da ist der Arbeitsaufwand deutlich geringer. Nur für diejenigen, die jetzt vielleicht noch versuchen, schnell irgendwas in den Kopf reinzukriegen, fokussiert euch da eher auf Lyrik oder Sachtexte. Ansonsten einfach das, was euch liegt. Für was ihr euch auch entscheidet, ihr müsst auf jeden Fall eine Gliederung für das jeweilige Thema parat haben. Das heißt, ihr müsst genau wissen, was kommt in die Einleitung einer Sachtextanalyse, was kommt in die Einleitung einer Lyrikanalyse, was kommt in den Hauptteil davon, was kommt in den Schlussteil. Es gibt da ganz klare Regelungen, was in jeder Lyrikanalyse erwähnt werden muss, was in jeder Sachtextanalyse erwähnt werden muss und so weiter. Und diese genauen Kriterien werde ich euch hier auf jeden Fall irgendwo einblenden. Von meinem Lernzettel, da habe ich mir meine Gliederung für die jeweilige Textsorte einmal notiert und die werde ich euch hier einmal einblenden oder in der Infobox irgendwas verlinken, wo ihr euch das runterladen bzw. anschauen könnt. Bei der Einleitung ist es wichtig, dass ihr zuerst einmal die wichtigsten Eckdaten, sprich Autor, Titel, Jahr und so weiter nennt. Das sind Daten und Fakten, da würdet ihr wertvolle Punkte verlieren, wenn ihr das nicht direkt nennen würdet. Dann ist es wichtig, dass ihr den Kontext nennt, in dem der Text entstanden ist. Bei zum Beispiel Dramen oder bei der Epik würde man da zum Beispiel die Epoche nennen. Was ist in der Zeit los gewesen? Was ist in dieser Epoche wichtig? Was sind die Charakteristika von dieser Epoche? Kann man auch nochmal kurz nennen. Sowas ist auf jeden Fall wichtig, dass man das erwähnt. Bei einer Sachtextanalyse, warum wurde dieser Text geschrieben? Worauf ist dieser Sachtext eine Reaktion? In welchem Kontext? Der Kontext ist immer wichtig, der muss auf jeden Fall genannt werden. Es ist außerdem empfehlenswert, sich über den Autor ein paar Gedanken zu machen bzw. sich Stichworte von bekannten Autoren, die man vorher im Unterricht kennengelernt hat, egal ob das jetzt bei Sachtexten, Lyrik oder bei Dramen ist, sich dann Notizen zu machen. Denn erstens hilft es einem bei der Einleitung, die Epoche festzulegen. Das heißt, wenn man den Autor kennt und weiß, boah, der hat zu der und der Zeit gelebt, ist es natürlich viel einfacher einzugrenzen, in welcher Epoche sich dieses Werk wahrscheinlich aufhalten wird. Zweitens, sehen Lehrer es eigentlich immer ganz gerne, wenn man auch in der Einleitung vielleicht noch ein, zwei Sätze über den Autor verliert, wo man einfach sagt, er wurde da und da geboren, er hat sich in seinem Leben damit beschäftigt und so weiter. Es kann auf jeden Fall nie schaden und zeigt einfach, dass ihr euch ja generell auch mit den Rahmenbedingungen auskennt. Bei der Einleitung außerdem ganz, ganz wichtig ist, dass ihr Thema und Inhalt auseinanderhaltet.
Also das habe ich ganz oft gehört, dass bei ganz vielen Thema und Inhalt einfach ineinander verfließen, weil es natürlich ähnlich klingt. Aber das Thema ist einmal das Abstrahierte, worum es in dem Text geht. Also was ist die Metaebene des Ganzen? Und der Inhalt ist einfach nur die Handlung. Beides sollte auf jeden Fall in der Einleitung genannt werden, aber eben getrennt voneinander. Bei der Analyse an sich, also bei dem Hauptteil, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, erstmal den Text an sich für sich selbst in Sinnabschnitte einzuteilen und das eventuell auch zu nennen. Also ich hatte zum Beispiel immer als Überleitung zwischen Einleitung und Hauptteil, der Text ist in so und so viele Sinnabschnitte unterteilt. Und da kann man super überleiten mit im ersten Sinnabschnitt von Zeile bis Zeile und so weiter geht es um. Und so hat man einfach eine wunderbar klare Struktur. Man findet sich auch selbst zurecht und weiß, über welchen Teil rede ich hier überhaupt gerade im Text und springt nicht von einer Zeile wieder zurück in die nächste und wieder hin und her. Das ist einfach ein großes Wirrwarr und ihr habt eine viel bessere Struktur, wenn ihr euch wirklich auf Sinnabschnitte konzentriert und die zentral auch nennt. Bei der Analyse kommt es, wie ich eben auch schon gesagt habe, natürlich auch wieder auf die Wahl eures Textes an. Es ist auf jeden Fall immer empfehlenswert, wenn man die Stilmittel wiederholt hat. Die kommen eigentlich in jeder Analyse vor. Auch da ist es sehr, sehr wichtig, dass man die in einen Kontext stellt und deren Funktion herausstellt. Also man kann nicht einfach nur irgendwelche Stilmittel aneinander rein und sagen, da ist eine Metapher oder da ist eine Alliteration, sondern muss immer sagen, warum ist dieses Stilmittel da? Wenn ihr nicht wisst, warum es da ist, dann braucht ihr es nicht erwähnen. Man kann auch nicht zum Beispiel sagen, dass ein Stilmittel immer dieselbe Funktion hat, sondern das ist immer im Kontext des Textes zu sehen. Und ich behaupte einfach mal, dass die Stilmittel, die einem direkt ins Auge fallen, wenn man den Text das erste oder zweite Mal liest, die wichtigsten sind, die ihr auch nennen solltet. Ihr müsst nicht jedes Stilmittel, was im Text ist, nennen, sondern einfach nur die wichtigen und möglichst auch einfach nur eins mit einem Beispiel. Das reicht, weil ihr schreibt einfach unter Zeitdruck und müsst euch auf das Wichtigste konzentrieren. Ich kann dann nur empfehlen, zu der jeweiligen Epoche wichtige und häufig benutzte Stilmittel zu wiederholen. Also oftmals ist es ja so, dass eine Epoche besonders ausgezeichnet wurde durch bestimmte Stilmittel. Also zum Beispiel die Romantik durch das und das Stilmittel und Barock durch das und das Stilmittel. Und wenn ihr das ungefähr drauf habt und wisst, in der und der Epoche wurden die und die Stilmittel verwendet, dann fällt es euch einfach leichter, in der Analyse auch diese Stilmittel wirklich zu finden. Ne? Ihr wisst, ihr habt zum Beispiel ein Romantikgedicht und wisst, in der Romantik kam das und das Stilmittel besonders häufig vor, dann könnt ihr eher nach diesem Stilmittel suchen, als wenn ihr überhaupt nicht wisst, wonach ihr suchen sollt. Ein häufiger Fehler, den viele machen, ist, dass sie nicht den Konjunktiv verwenden. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet. Das heißt, wenn man das vielleicht vorher noch nicht gemacht hat, sollte man das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ich meine einfach, dass man zum Beispiel nicht sagt, der Autor sagt, er geht einkaufen, sondern eben der Autor sagt, er gehe einkaufen. Ne? Also, dass man eben immer klar macht, man spricht nicht über das, was man vielleicht selbst gehört hat oder was man selbst sagt oder was man selbst mitbekommt, sondern dass es eben immer um einen Erzähltext geht, um irgendwas Geschriebenes und dafür müsste man eben in der Wiedergabe immer den Konjunktiv verwenden. Der Schlussteil ist eigentlich bei allen Analysen, egal welche Texte sind, gleich. Ihr solltet ein Fazit ziehen, ihr solltet eine kleine Zusammenfassung eurer Analyse machen. Kommt da wirklich auf den Punkt und holt nicht noch irgendwelche neuen Punkte ins Boot, sondern wirklich das, was ihr vorher analysiert habt, einmal kurz zusammenfassen und wirklich kurz und knapp. Also der Schlussteil muss jetzt nicht wieder 3 Seiten lang gehen oder noch länger sein als die Analyse an sich, sondern wirklich kurz und knapp. Sätze, die ich zum Beispiel immer angebracht habe, waren da: insgesamt lässt sich festhalten, resümierend lässt sich sagen oder um ein Resümee zu ziehen. Bei solchen Phrasen ist es immer ganz gut, wenn man die drauf hat. Wenn man einfach so ein paar Basics hat, die man in jeder Analyse verwendet, kann man vorher auch einfach nochmal googeln, was sich schön anhört, was sich vielleicht auch ein bisschen schlauer anhört, als einfach immer nur der Autor sagt. Also man sollte auf jeden Fall auch variabel sein. Dafür gibt es eben einfach auch nochmal Punkte für den Wortschatz, den man selbst anwendet. Deswegen ruhig ein paar Phrasen merken, aufschreiben, verinnerlichen und dann klappt das. In der Klausur kann ich euch nur raten, nicht unbedingt alle 3 Vorschläge komplett durchzulesen, sondern euch erstmal die Aufgaben angucken und dann die Texte dementsprechend scannen, um zu gucken, könnte ich überhaupt was zu diesen Aufgaben sagen oder fällt das komplett weg? Wenn es wegfällt, Text weg. Ich habe mich zum Beispiel auch nicht lange mit den Vorschlägen aufgehalten. Ich habe reingeguckt, festgestellt, das liegt mir nicht, weg. Gescannt und dann halt geguckt, wozu könnte ich am meisten sagen und wo muss ich am wenigsten überlegen. Wenn ihr erstmal anfangt, den ganzen Text zu lesen, alles zu markieren und so weiter, verliert ihr so viel Zeit und in Deutsch
ist es wirklich ein Spiel auf Zeit. Also man hat eigentlich immer ein Problem, wirklich fertig zu werden, gerade wenn man auch viel schreibt. Deswegen entscheidet euch möglichst schnell und verschwendet nicht so viel Zeit in der Auswahlzeit. Zum Thema Zeitmanagement kann ich auch nur sagen, dass ihr eventuell im Voraus auch schon mal so eine grobe Liste macht, zu welcher Zeit ihr wo sein solltet, ne? Also man hat ja mittlerweile auch viele Aufsätze und Klausuren geschrieben und man weiß, zu der und der Zeit sollte ich mit der Einleitung fertig sein, zu der und der Zeit mit der Analyse oder da sollte ich das in der Analyse schon genannt haben. Dann muss ich beim Schlussteil sein, dass man halt immer noch genug Zeit hat, um sich den Text auch wirklich durchzulesen, um auf Rechtschreibfehler zu scannen, weil die passieren einfach in der Zeit. Das ist ganz normal. Wichtig ist einfach nur, dass man noch ein bisschen Zeit hat, um am Ende die ganze Analyse einmal durchzulesen, um zu gucken, klingt das flüssig, um einfach geringe Fehler nochmal auszubessern und einfach ein besseres Gefühl zu haben, wenn man die Klausur dann abgibt. So Leute, das war's mit meinen Tipps fürs Deutschabitur. Es wäre leider ein zu großer Umfang gewesen, hätte ich jetzt jedes einzelne Thema, Lyrik, Sachtext und so weiter nochmal einzeln thematisiert. Deswegen hoffe ich, dass ich euch mit diesen kleinen Einblendungen auf jeden Fall helfen konnte. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg fürs Deutschabi und wir sehen uns dann beim nächsten Video, wo es ums Thema Mathe geht. Ciao, ciao!